Und wir gehen gleich ganz flott weiter, bleiben beim Thema der Offenheit. Wir hatten offene Lizenzen und jetzt schauen wir uns den Bereich Open Science an. Und der nächste Vortragende, der jetzt gerade auf die Bühne kommt und da einmal alles verkabelt und dann auch noch selbst sich verkabeln wird, das ist der, man sieht ihn hier schon, der liebe Peter Kraker, Experte im Bereich Open Science. Und Peter, du forschst im NO Center in Graz zu den Themen Social Computing und unter anderem auch dazu, wie man wissenschaftliche Kommunikation im Netz darstellen kann. Und da hat er, Spoiler Alert, ein tolles Tool dazu gegründet, das er uns heute vorstellen wird. Wer von euch schon einmal irgendeine Art von wissenschaftlicher Arbeit geschrieben hat, von Seminararbeit über Diplomarbeit bis zur Dissertation, wird festgestellt haben, dass diese erste Hürde eine oft, mir ist sie sehr unüberwindbar vorgekommen am Anfang, diejenige ist, dass man einmal eine Bestandsaufnahme macht, welches Wissen gibt es denn schon in dem Bereich, in dem ich auch forschen möchte. Und Peter, was du dazu entwickelt hast, ist eine Art Landkarte, die einem hilft, dieses vorhandene Wissen ein bisschen besser begreifbar zu machen. Und jetzt habe ich, glaube ich, lang genug gesprochen, dass du gleich anfangen kannst. Ja? Also haben wir schon applaudiert für den Peter. Machen wir gleich nochmal.